Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Kollege Vincent Kokert hat Ende September erklärt, die landesweite Ehrenamtskarte mit Rabatten für Engagierte kommt pünktlich zum 1. Januar. Alles andere, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre auch nur noch peinlich. Und das sehe ich an der Stelle auch etwas anders als der Kollege Heidorn. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, verkünden, dass jetzt das Vorhaben umgesetzt wird, ist das schon etwas komisch, weil wir waren uns ja alle einig, bis auf die AfD. Und wenn Sie jetzt auch noch mal Druck machen müssen, spricht das nicht gerade für die Koalition und auch nicht für diese Regierung. Die landesweite Ehrenamtskarte als sichtbares Zeichen für herausragendes Engagement ist überfällig. Die landesweite Ehrenamtskarte muss endlich kommen. Sie ist schon lange versprochen. Wir zählen zu den letzten Bundesländern, die eine solche Karte noch nicht haben. Auch in dieser Sache sind wir leider wieder Bummelletzter. Zur Erinnerung, gemeinsam haben wir die Landesregierung im November 2017 beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten mit dem Ziel, die Bonuskarte spätestens 2019 erstmals herauszugeben. Ich habe das auch noch mal nachgelesen. Das Konzept sollte bis Oktober 2018, also genau vor einem Jahr, vorgelegt werden. Auf dem Tisch kam es erst Monate später. Und ob dieses Papier den Namen Konzept verdient, darüber lässt sich auch streiten. Die Erwartungen meiner Fraktion erfüllt es in einigen wichtigen Fragen jedenfalls nicht. Aber dazu später. Meine Damen und Herren, seit mehr als 2 Jahren reden wir nun schon über die Einführung einer landesweiten Ehrenamtskarte. Der Bürgerbeauftragte fordert die Karte schon viel, viel länger. Seit sage und schreibe 7 Jahren drängt Herr Krone, endlich eine solche auf den Weg zu bringen. Wir alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, verlieren an Glaubwürdigkeit, wenn das Vorhaben noch weiter verzögert wird. Zumal es hier um ein Thema geht, und das sage ich ganz bewusst, das zum politischen Streit nicht taugt. Meine Damen und Herren, nicht nur im Landtag waren wir uns darin einig, auch im Kuratorium der Ehrenamtsstiftung haben wir als Vertreter der Fraktionen von SPD, CDU und Linken darüber diskutiert, wie eine Bonuskarte aussehen könnte. Und deshalb ist es schade, dass die Koalition keine gemeinsame Initiative jetzt ins Auge gefasst hat. Aber sei es drum. Wir haben heute konkrete Änderungen vorgeschlagen, als Ergebnis von Gesprächen mit der Ehrenamtsstiftung, mit vielen Engagierten, mit Vereinen, Initiativen, mit Selbsthilfegruppen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Mitmachzentralen. Meine Damen und Herren, gemessen an dem, was uns bislang inhaltlich vorliegt, besteht die Gefahr, dass die landesweite Ehrenamtskarte allenfalls halbherzig umgesetzt wird. Ohne einen echten, attraktiven Mehrwert droht sie aber zum Flop zu werden. Die Leute brauchen nicht noch eine weitere Bonuskarte, die sie ins Portemonnaie quetschen und die dann in Vergessenheit gerät, weil sie kaum Nutzen stiftet. Das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Deshalb müssen möglichst rasch noch einige Fragen geklärt werden, die für die Umsetzung der Ehrenamtskarte von zentraler Bedeutung sind. Erstens, bleibt es dabei, dass sich die Landkreise hälftig an der Finanzierung beteiligen sollen? Bislang vernahm ich eher Ablehnung, durchaus auch aus guten Gründen, wenn die Finanzierung von Personal und Sachkosten nicht vollends geklärt ist. Was passiert, wenn die Landkreise nicht mitmachen? Wie soll die landesweite Ehrenamtskarte dann umgesetzt werden? Das ist eine ganz zentrale Frage, die beantwortet werden muss. Zweitens, welchen konkreten Mehrwert bringt die Karte den besonders engagierten Ehrenamtlern? Gibt es eine Liste, eine erste Liste von Akzeptanzstellen? Welche Einrichtungen und Unternehmen machen denn bis zu diesem Zeitpunkt mit? Und drittens, ab wann werden die ersten Karten ausgegeben? Wie sieht die konkrete Zeitschiene dann nun aus? Viertens,
Wie sollen die Mitmachzentralen gestärkt werden? Sie unterstützen die Engagierten in den Regionen ja bereits kräftig. Benötigen sie nicht qualifizierte Stellen? Und wie werden Vertreter der Mitmachzentralen in die Planungen mit einbezogen? Sie haben bisher beklagt, dass sie kaum mit einbezogen sind. Fünftens, was ist die Karte im ländlichen Raum wert? Ohne Vergünstigungen für Mobilität. Ja, für Mobilitätshilfen, für den ÖPNV. Die übergroße Mehrheit der befragten Ehrenamtler wünscht sich, ja erwartet geradezu ein solches Angebot. Und das ist auch auf den Bürgerforen, von denen die Ministerin sprach, sehr, sehr deutlich geworden. Und sechstens, welche finanziellen Mittel werden wie und wofür bereitgestellt? Im Haushaltsplan ist nichts zu finden. Wie wird die Finanzierung mittelfristig gesichert? Der Strategiefonds als Notnagel zur Finanzierung wird dem Anliegen keineswegs gerecht, auch wenn wir es hier ausnahmsweise mal mit einem Projekt von tatsächlich landesweiter Bedeutung zu tun haben. Wir wollen eine solide Finanzierung, die im Haushalt fest veranschlagt ist. Das muss uns das Ehrenamt wert sein. Zumal hier langfristig ohne große Aufwendungen, ich glaube, große Wirkung erzielt werden kann. Wir wollen die Bonuskarte auf Dauer anlegen. Sie darf keine Eintagsfliege sein. Sie soll fester Bestandteil der politischen Kultur im Land werden. Meine Damen und Herren, allein die Ankündigung, die Karte komme pünktlich, reicht nicht. Alle Fragen gehören jetzt auf den Tisch und müssen auch zügig ganz konkret beantwortet werden. Ja, und allein mit dem Start der Karte wird das Thema Ehrenamt auch nicht abgehakt sein. Das hat der Kollege Heidorn hier sehr ausdrucksvoll beschrieben. Wir müssen laufend prüfen, wie wir bestmöglich Bedingungen für ehrenamtlich Engagierte schaffen können. Und dazu gehören ohne Zweifel gut funktionierende Mitmachzentralen, die ausfinanziert sind und in denen die Beschäftigten auch angemessen bezahlt werden. Mitmachzentralen sollen flächendeckend wirken, um möglichst viele Engagierte im ganzen Land zu erreichen. Und Bewährtes, was es ja schon gibt, sollte da durchaus Schule machen. Bei der Einführung der Ehrenamtskarte lassen Sie uns doch ganz einfach auf die langjährigen Erfahrungen der vielen anderen Bundesländer nutzen und vor allem etwas Besseres draufsetzen. Das, meine Damen und Herren, das muss unser Anspruch sein, weil die ehrenamtlich Engagierten in unserem Land Dank, Anerkennung und höchsten Respekt verdienen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus